Hallo, meine lieben Zuschauer, und weiter geht es. Wir wollen jetzt mal wieder zurückfahren. Mal sehen, dass wir denn jetzt mal zu Benicia kommen. Ja, Moment mal. Wo ist denn hier der Captain abgeblieben? Und seine Leute, die waren doch genau hier. Okay. So, warte mal, wo laufe ich jetzt hier eigentlich hin? Krankenstation. Chef. Okay, gut, dann. Hier ist sein Büro von Captain, aber er ist nicht da. Nun gut. Tut mir leid, Shepard. Wir haben Anweisungen von Benicia. Feuer! Das ist ein hinterhältiger... Das ist eine hinterhältige Socke hier. Okay. Okay, das ist eine hinterhältige Socke. Der hat also für Benicia gearbeitet. Glaube, wir sind fertig, Commander. Ja, aber wo ist denn jetzt hier der Heini, die anderen, die Leute, die hier waren? Warte mal. Okay, warte mal, warte mal. So, wo komme ich denn jetzt hier hin? Fahrstuhl zum Quarantänelabor. Nee, warte mal. Sicherheit, Sicherheit. Hier ein Sicherheitslabor. Gut, warte mal. Okay, fliegst du gering mal wieder. Ja, nee, da will ich jetzt noch mal den einen Weg hier runter gehen. Okay, hier ist keine Sau. Das System ist online und steht für medizinische Dienste bereit. Kannst du die Ausrüstung für uns bedienen? Natürlich, Commander. Einen Augenblick bitte. Boah, hier war auch immer irgendeiner. Das war sie noch, dass hier unten auch noch einer rumstand. Und hier waren ja auch Leute. Denn der grüne Punkt hier auf der Minimap, der markiert ja hier ein Geschäft. Also hier war immer einer. Ein Elkor war das. Ach Gott, jetzt sind sie nicht da. Okay, wo gehe ich denn jetzt hin? Gehe ich jetzt hier hin? Oder gehe ich hier hin? Quarantänelabor? Sicherheitslabor? Okay, gut, dann gehen wir mal hier entlang. Los, los, los! Bin sicher aufgeladen. Ihr habt es ja nicht anders gewollt, ne?
ihr habt uns nicht anders gewollt. Ich denke, wir sind hier fertig. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Warte mal. Ausrüstung. So, was sagt das Tagebuch? Einbrechen. Warte mal. Ja. Super. Toll. Ja, Moment mal. Hier ist der Zug. Hier waren die anderen beiden. Ach so, wenn ich den anderen Fahrstuhl genommen hätte, dann wäre ich hier oben rumgekommen und dann kann ich hier rum und dann hier hin. Okay. So, warte mal. Aber jetzt gehen wir noch mal hier entlang. Da ist nämlich noch irgendwas Rotes. Das wollen wir noch mal töten. Okay. Glaube, wir sind fertig, Commander. Ja, definitiv. Gut. So, warte mal. Einschleichen. Und da steht sie ja, die Benicia. Schade, dass sie jetzt von hier aus nicht. Na, okay, gut. Sie wissen nicht, wie es ist, eine Mutter zu sein. Leben zu erzeugen bedeutet Macht. Ein Leben zu formen, ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen. Ihre Kinder sollten die unseren sein. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Erwarten Sie kein Mitgefühl. Ganz gleich, wen Sie in diese Konfrontation noch mit einbringen. Ja. Liara ist hier, weil sie zu meiner Crew gehört. Wirklich? Was hast du ihr über mich erzählt, Liara? Was hätte ich sagen sollen, Mutter? Dass du den Verstand verloren hast? Dass du böse bist? Sollte ich erklären, wie man dich tötet? Was hätte ich sagen sollen? Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Mit einem Loch im Schädel werden Sie sicher weniger selbstgefällig aussehen. Ihre Gelassenheit kann Ihre Angst nicht verbergen. Och, jetzt bin ich in Stase. Och, nö. Jetzt. Ach, da kommen jetzt auch noch Blackboxen hier an. Okay. Dann latschen wir einfach mal hier herum. Mal gucken. Ja. Du machst mich fertig. So, die Blackboxe. Und warte mal, hier ist irgendwo noch eine. Ach. Da kommen noch mehr Blecheimer.
Okay, wo seid ihr? Da. Oh, das ist ein großes Exemplar. Der etwas zu groß geratene Toaster. Und tot. Altmetall. Es ist noch nicht vorbei. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Die Rachni haben nicht mit ihnen kooperiert. Warum sollte ich es dann? Ich werde ihnen nicht verraten. Sie werden... Sie... Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu. Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig. Aber die Indoktrination ist so stark. Warum sind Sie jetzt in der Lage, sich seiner Kontrolle zu entziehen? Ich habe einen Teil meines Verstandes vor der Indoktrination versiegelt. Habe ihn aufgespart für den Moment, wenn ich bei seiner Vernichtung helfen kann. Aber er wird nicht lange vorhalten. Wollen Sie damit sagen, dass er Ihnen eine Gehirnwäsche verpasst hat? Die Leute sind nicht sie selbst, wenn sie in Sarens Nähe sind. Man beginnt, ihn zu verherrlichen, ihn zu verehren. Man würde alles für ihn tun. Die Sovereign, sein Flaggschiff, ist der Schlüssel. Sie ist ein Schlachtschiff von unglaublicher Größe und ihre Macht ist außergewöhnlich. Das Schiff griff Eden Prime an? Ich hätte nicht gedacht, dass ein Schiff dieser Größe auf einem Planeten landen kann. Es hat einen gewaltigen Masseneffektantrieb. Aber das ist nicht die wahre Macht der Sovereign. Je länger man an Bord bleibt, desto richtiger erscheint einem Sarens Verhalten. Man sitzt zu seinen Füßen und lächelt, während man von seinen Worten durchdrungen wird. Zuerst ist es ganz subtil. Ich dachte, ich wäre stark genug, um zu widerstehen. Stattdessen wurde ich zu einem willigen Instrument, erpicht zu dienen. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Wie kann etwas so Großes verloren gehen? Vor 4000 Jahren wurde ein naher Stern zur Supernova. Die Druckwelle schleuderte das Portal aus seinem System, beschädigte es aber nicht. Es ist unmöglich, seine genauen Vektoren und seine Geschwindigkeit zu ermitteln. Während die Jahrtausende ins Land gingen, verhüllte es der Nebel, den die Nova erzeugt hatte. Es ist schwierig, ein kaltes Objekt im interstellaren Raum zu finden. Besonders eines, das von heißem Staub und Radioaktivität umhüllt ist. Kann ich davon ausgehen, dass Sie die Koordinaten gefunden haben? Vor 2000 Jahren besiedelten die Rachni diese Gegend unserer Galaxis. Sie entdeckten das Portal. Die Rachni können Erinnerungen über ganze Generationen teilen. Und Königinnen können das Wissen ihrer Mütter erben. Ich konnte den Standort des Portals in den Gedanken der Königin lesen. Dabei war ich nicht gerade zimperlich. Wie haben die Rachni es gefunden? Sie haben geduldig gesucht. Es sind territoriale Kreaturen, die fast jeden Flecken ihres Systems kennen. Wofür braucht Saren das Mu-Portal? Er glaubt, es würde ihn zur Röhre führen. Ich würde Ihnen gern mehr sagen, aber Saren hat mir nicht mehr erzählt. Ich war im Prinzip nur eine Sklavin seiner Sache. Sagen Sie mir endlich, wo das Mu-Portal ist, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Selbstverständlich, Commander. Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben. Nehmen Sie sie. Bitte. Es reicht nicht, nur die Koordinaten des Portals zu kennen. Weißt du, wohin er von dort aus wollte? Saren wollte mir sein Ziel nicht mitteilen. Aber Sie müssen es schnell herausfinden. Ich habe ihm die Koordinaten übermittelt, bevor sie eintrafen. Sie müssen mich aufhalten. Ich kann nicht. Seine Zähne sind ganz nah an meinem Ohr. Seine Finger streichen über meinen Rücken. Sie sollten... Oh, sie sollten... Mutter! Ich... Geh nicht! Kämpfe gegen ihn an! Ich war immer so stolz auf dich, Liara.
stirb. Endlich etwas Action! Ich bin am Ende. Sie müssen ihn aufhalten, Shepard. Warten Sie, wir haben Medigel. Vielleicht können wir damit... Nein, er ist noch immer in meinem Kopf. Ich bin nicht vollständig ich selbst. Das werde ich nie wieder sein. Mutter! Gute Nacht, Kleines. Ich werde dich in der Dämmerung wiedersehen. Kein Licht? Es hieß doch immer, man würde ein helles... Oh. Oh. Okay, warte mal. So, jetzt können wir hier nochmal ganz kurz rumrennen. Aber ich glaube, hier ist nichts, was ich jetzt dechiffrieren kann. Hier eh nichts. Da unten, aber kommt man da unten irgendwie? Kommt man da unten nicht irgendwie hin? Da ist ja auch nichts. Ja gut, jetzt bin ich einmal hier um Pudding gerannt. Oh, ne, okay, gut. Eine Zombie-Asari. Das war was Neues. Die hier dient als unsere Stimme. Wir können nicht singen, nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Wir haben genug Plasma in sie reingepumpt, um einen Panzer zu zerfetzen. Dieses Gefäß wird bald zerbrechen. Und doch wehrt sie sich. Du kannst ihre Größe allerdings nicht sehen. Wir hauchen ihre Glut an. Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben. Die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Haben Sie Ihren Leuten befohlen, das Wissenschaftsteam zu töten? Nein. Wir wurden hier eingesperrt. Die Kinder sind jenseits unserer Gesänge. Wir haben sie an die Stille verloren. Du bist nicht im Einklang mit jenen, die uns zu kontrollieren hofften. Was wirst du singen? Lassen Sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? Commander, ich traue dem Vieh nicht. Wir wissen, dass seine Art Killer sind. Der Tank ist voller Säure. Ich schlage vor, ihn zu nutzen. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Kroganer zu weit gehen lassen. Wir haben jetzt die Chance, gleichzuziehen. Sie hat uns nichts getan. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien. Oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Wenn ich sie leben lasse, werden sie dann wieder andere Rassen angreifen? Nein. Ich weiß nicht, was im Krieg passiert ist. Wir haben nur Missklänge gehört, Lieder mit der Farbe öliger Schatten.
Wir würden einen geheimen Ort suchen, an dem wir unseren Kindern Harmonie lehren könnten. Wenn sie verstehen, kommen wir vielleicht zurück. Dass wir den öligen Schatten da, das war die Sovereign, die die Rachen hier indoktriniert hat. Hätten Sie sie beruhigen können, wenn ich die Reinigung nicht aktiviert hätte? Nein. Unser Verstand ist anders als der eure. Wir können nur lernen, im Einklang zu singen. Ohne Mutter sind die Kinder an die Stille verloren. Sie sollten nicht von ihnen in Grau und Purpur singen. Wir hätten sie selbst beruhigt. Sind Sie Überlebende des Kriegs? Ein Klon? Das wissen wir nicht. Wir waren nur ein Ei und hörten Mutter in unseren Träumen weinen. Ein Klang aus dem All brachte eine Stimme nach der anderen zum Schweigen. Er zwang die Sänger, mit seiner eigenen, bitteren Melodie mitzuschwingen. Dann erwachten wir hier. Das letzte Echo jener, die von dem singenden Planeten stammen. Der Himmel schweigt. Ja, das war die Sovereign, die die Rachni indoktriniert hat. Ich werde nicht ihre gesamte Rasse vernichten. Sie werden überleben und frei sein. Es gibt einen Grund, dass ihre Art bis zur Ausrottung gejagt wurde. Es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen, als eine gefährliche Rasse freizulassen. Sind wir denn besser, wenn wir sie alle töten? Wäre das in Tokio oder Armstrong oder in der Zitadelle passiert, wären die Verluste... Du wirst uns die Chance geben, uns neu zusammenzusetzen? Wir werden uns an dich erinnern und unseren Kindern von deiner Güte vorsingen. Gut. 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 Ich beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und sagt das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.